Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 16 und zwar für die Handelstage den 16.04. bis 20.04.2018. Wie gewohnt will ich auf die Märkte DAX, Dow, S&P, Euro, britischen Pfund, Gold, Brent und WTI eingehen und zum Abschluss dann auch nochmal hier heute ausnahmsweise auf den Bund. Wie gewohnt findet ihr unten in der Videobeschreibung hier die Märkte aufgelistet, über die ich spreche, dahinter dann die entsprechenden Zeiten, wo man dann hier die Analyse für den jeweiligen Markt im Video findet. Und wenn ihr eben die Märkte vorab euch gar nicht anhören wollt, weil es eben euch nicht interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne hier in der Videobeschreibung auf die entsprechenden Zeiten klicken und ihr kommt im Video direkt dort zu der entsprechenden Analyse des Marktes, hier zum Beispiel den Euro-US-Dollar ab Minute 22,55 darauf klicken und dann springt man im Video direkt an diese Stelle und kann sich hier diese Analyse dann für den Euro-US-Dollar zum Beispiel anschauen. Wie gewohnt dann natürlich hier auch erstmal der Risikohinweis. Achtet darauf, lest euch diesen bitte durch, achtet darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, achtet darauf, dass ihr eure Positionsgröße eurem Konto anpasst. Auch wichtig zu beachten, dass eben all das, was ich hier sage, meine Analyse ist, meine Herangehensweise an die Märkte. Das darf definitiv nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, lediglich als kleine Informationsquelle, die man sich dann eben anhört, um eben für sein eigenes Trading mal den einen oder anderen Gedanken vielleicht aufzufassen, aber definitiv hier das Ganze nicht als Handelsempfehlung zu sehen. Ganz wichtig zu beachten und wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich gerne auf der Website von jfdbrokers.com. Da könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading, zum Broker und natürlich zu Börsenthemen erhaschen. Bevor wir mit dem DAX starten, dann hier erstmal der Blick auf die Fundamentals für die kommende Woche. Wir sehen, dass am Montag um 14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze aus den USA rauskommen, die etwas die Märkte bewegen können. Hier könnte etwas Bewegung aufkommen, Volatilität am Montag, den 16. April um 14.30 Uhr, also hier schon mal vorab der Wink mit dem Zaunfall sozusagen, dass eben Bewegung kommen kann. Das bedeutet gerade für Daytrader hier ein bisschen vorsichtig sein, nicht kurz vorher Positionen eingehen und sich dann wundern, warum der Markt auf einmal anfängt zu springen. Also das ist ganz wichtig hier zu beachten und dann eigentlich für uns hier, für die Märkte dann mehr oder weniger eigentlich nur noch am Mittwoch um 11 Uhr Eurozone hier Verbraucherpreisindex, das könnte auch nochmal etwas Bewegung reinbringen in die Märkte. Ansonsten sind all die anderen Zahlen, die hier als wichtig tituliert sind, für uns persönlich jetzt für die Märkte gar nicht so wichtig. Vielleicht nochmal für den britischen Pfund hier am Dienstag um 10.30 Uhr die Durchschnittseinkommen. Das könnte nochmal wichtig sein, auch am Mittwoch um 10.30 Uhr braucht Verbraucherpreisindex dann für United Kingdom, für den britischen Pfund. Alle anderen Zahlen oder wichtigen Wirtschaftskennzahlen natürlich für entsprechende Währungen aus dem Land dann interessant, aber für unsere Märkte hier eigentlich weniger. Gut, dann starten wir mit dem DAX und der DAX hat sich in der vergangenen Woche, wie wir es auch erwartet hatten, langsam aber peu à peu nach oben gearbeitet. Wir sehen das hier, dass der Markt eben erneut in diese Zone hier 3,50 reingelaufen ist, dann auch hier peu à peu die entsprechenden ersten Hochpunkte, die ich hier als wichtig erachtet habe, überschritten hat, aber ganz wichtig, ich persönlich hatte ja eigentlich in der vergangenen Woche gedacht, dass der Markt definitiv noch Puffer hat, vielleicht auch aus diesem 500er Bereich hier oben mal auszubrechen. Also hier wirklich, nachdem er hier so ein bisschen seitwärts gependelt ist, hier eben die Kraft hat, erstmal schon, und das war auch am Freitag eigentlich mein Ziel. Ich war ja am Freitag auf der Invest zum Live-Trading hier für den Broker JFD und ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass der Markt hier Potenzial hat, eben in den Bereich 600 oder sogar höher zu laufen. Führte dazu, dass ich nochmal auf relativ hohem Niveau auch eine Long Position eingegangen bin, die zwar dann kurzzeitig mal für mich im Plus war, was dafür sorgte, dass ich den Stop dann schon auf Break-Even nachziehen konnte, aber hier keine Weiterführung definitiv dann mehr handeln konnte nach oben und dieser Trade dann hier, dieser Kauf dann im Endeffekt plus minus null ausgegangen ist. Aber für die kommende Woche, das dann jetzt eben schon wirklich eine Überlegung. Moment, ich mache die Pfeile nochmal weg und fange hier nochmal neu an zu zeichnen. Also für mich persönlich, für die kommende Woche, ist es wirklich interessant, wie der Markt prinzipiell hier mit dem 3,50er Bereich umgeht. Alles darüber ist meiner Meinung nach für die kommende Woche interessant für Käufe, für die Aufwärtsseite. Also leichte Rücksetzer, immer interessant für Käufe, aber so wie es aktuell aussieht, wie es dann auch in der vergangenen Woche war, scheinbar schafft der Markt es eben nicht nennenswert, gravierend, ganz schnell neue Hochs auszubauen. Also wenn wir hier eben Käufe finden nach leichten Rücksetzern, wir hatten ja am Freitag dann schon mal einen leichten Rücksetzer, also Montag, könnte das hier schon dazu führen, dass man gleich am Montag mal über vorsichtig über Käufe nachdenkt, dann mit dem Ziel, ich zeichne das auch nochmal ein, dieser Bereich hier, das sind diese Hochs, das ist der Bereich um die Marke 600 in etwa, das ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel, nicht nur für die kommende Woche, sondern vielleicht auch gleich für die ersten ein, zwei Handelstage, sollten wir über 3,50 bleiben.
bleiben, dass wir hier diesen 600er-Bereich dann erstmal zurückerobern können auf der Aufwärtsseite und dann folgend hier der Bereich um die Marke 650, 660, 670. Das sind diese zwei Hochs hier aus dem Dienstag, Mittwoch, nachdem der Markt nochmal final Anfang Februar hier so nach unten weggebrochen war, dann diese Erholung, und da kamen auch noch diese zwei Hochs, die dann auch für die kommende Woche definitiv realistisch wären hier als Ziel. Das hatte ich für diese Woche schon irgendwo auf dem Plan, aber wir haben gemerkt, dass irgendwo die Kraft, wirklich schnell nach oben zu laufen, dann auch neue Hochs, neue Bewegungshoch wirklich weit auszubauen, eben fehlte. Der Markt immer wieder erstmal in Rücksetzer gelang, und das kann eben für die kommende Woche definitiv ebenso der Fall sein. Was da bedeutet, zum einen etwas defensiver die Ziele wählen für Kaufpositionen, gerade im Daytrading, und dann eben schauen, wenn der Markt entsprechende Rücksetzer macht, dann, dass man dann eben schaut, dass man nach den Rücksetzern den Markt kauft und dann in Richtung der Ziele handelt. Also das würde ich auch nach wie vor in der kommenden Woche so machen. Das hatte ich auch in der vergangenen Woche so gemacht, dass ich eigentlich primär bis auf am Freitag im Live-Trading, wo man ja so ein bisschen Action zeigen musste, da habe ich auf relativ hohem Niveau dann nochmal etwas aggressiver gekauft. Ansonsten habe ich in der vergangenen Woche wirklich immer abgewartet, dass der Markt entsprechend Rücksetzer gemacht hat. Führte dazu, dass ich nicht so viele Trades gemacht habe, aber dass ich trotzdem unterm Strich hier im DAX positiv performt habe und eben mit relativ wenig Trades, weil ich wirklich dann immer auf Rücksetzer entsprechend gewartet habe, dass der Markt dann wieder steigt. Und das war eigentlich in der vergangenen Woche recht interessant und gut eigentlich, und somit sehe ich das auch für die kommende Woche erstmal auf der Aufwärtsseite für realistisch, so wie es aktuell ausschaut. Und da müssen wir auch gleich dann nochmal auf Dow Jones und S&P schauen. Der hat auf der Aufwärtsseite auch enorm Widerstand, und so wie es ausschaut, ist der Markt aktuell eben nicht so reif oder nicht so stark, dass wir hier extrem stark weiter pushen können. Somit natürlich die nächsten Ziele für die Aufwärtsseite dann hier die 700, 750, 800, 850. Aber ich denke, dass das hier für die kommende Woche erstmal so das im Groben das Ende der Fahnenstange sein sollte. Und sollten wir jedoch, das machen wir natürlich in den Einzelanalysen dann in den Livestreams immer, sollten wir doch stark sein, dann schauen wir uns dann nochmal in den Livestreams weiter die Oberseite an, wo dann hier noch wichtige Punkte kommen. Ich sehe es jetzt aus aktueller Sicht erstmal nicht so. Schauen wir uns die Abwärtsseite an. Also wenn der Markt unter 350 läuft, dann wird rein aus charttechnischer Sicht auf jeden Fall die Abwärtsseite wieder interessant. Zwischen 350 und in etwa 250 wäre ich erstmal ein wenig vorsichtig. Ja, weil wir haben hier eben dieses letzte markante Tief, ganz knapp über 250, was eigentlich ja erstmal unterschritten werden sollte, um hier eben klar charttechnisch für die Abwärtsseite eben, oder dass die Abwärtsseite interessant wird. Somit unter 350 wird erstmal die Abwärtsseite schon interessant, aber mit ein bisschen Vorsicht. Und wenn wir dann den 250er-Bereich nach unten durchschreiten, dann kann es relativ zügig natürlich in Richtung 200, aber dann primär 150, 100 und dann eben auch schnell wieder Richtung den 12.000er-Bereich gehen. Dann wird die Abwärtsseite interessant. Wir dürfen hier rein aus fundamentaler Sicht natürlich auch für all die anderen Märkte nicht vergessen, dass wir aktuell schon mit der Syrien-Krise hier zwischen Syrien, USA, Russland, die Eurozone, alles, was da jetzt eine Rolle spielt, das knistert da schon ganz schön, was natürlich für die Märkte auch eventuell zu Volatilität führen kann. In welche Richtung die Volatilität geht, ist immer schwer vorherzusehen, aber es kann natürlich auch sein, dass wir schnell wieder unter 350 rutschen und dann die entsprechenden Ziele auf der Abwärtsseite definitiv realistisch erreichen können, beziehungsweise dann hier natürlich auch die Stärke auf der Aufwärtsseite. Schauen wir uns das Ganze mal hier im Dow Jones jetzt an. Da ist es natürlich auch interessant, und da zeigt sich hier dieser graue Bereich, den haben wir dann schon vor einer ganzen Weile mal eingezeichnet. Das ist in etwa, ich zeige es mal hier mit dem Fadenkreuz, das ist in etwa der Bereich um die Marke 24.700 bzw. knapp darüber bis hinauf in den Bereich 24.850 in etwa. Dieser Schiebezonenbereich, dieser Bereich, der hier eine ganze Zeit lang für die Aufwärtsseite im Groben interessant war, also der Markt von der Oberseite rangelaufen und nach oben weggeprallt, ran kurz drüber geschossen, nach oben weggeprallt, nach oben weggeprallt, nach oben weggeprallt, bis dann irgendwann mal jetzt hier der Bruch nach unten kam. Und der Markt eben hier dann von der Unterseite, und das ist im S&P, das schauen wir uns ja gleich in der nächsten Analyse für den S&P dann an, noch etwas eindeutiger, dass der Markt eben dann hier unterhalb dieses Bereichs ganz grob für die Abwärtsseite erstmal immer wieder interessant war. Ich switche mal kurz zu dem S&P, und man muss ja den S&P auch immer so ein bisschen mit dem Dow Jones
einhersehen. Und wir sehen das hier mit S&P viel klarer, dass dieser Schiebezonenbereich, der genauso grau jetzt hier im Dow Jones hinterlegt ist, wirklich ein richtungsentscheidender Bereich war. Somit ist es hier, natürlich muss man auch immer so ein bisschen auf den S&P gucken, wenn man den Dow handelt, und wenn man den S&P handelt, dann natürlich auch immer so ein bisschen auf den Dow zu schauen, also immer so ein bisschen im Wechsel. Dann natürlich auch für alle DAX-Trader auch immer natürlich auch auf die US-Märkte schauen. Und wir sehen, dass hier eben massiv Widerstand auf der Aufwärtsseite kommt. Dass es natürlich auch hier, ähnlich wie im DAX, durchaus denkbar ist, dass wir zwar erstmal generell aufwärts tendierend sind und das hier, wie am Freitag dann auch erstmal vollzogen, der Markt hier zurückkam von den Tageshochs, nicht so wenig zurückkam, also hier auch erstmal Schwäche zeigte, was natürlich direkt am Montag eventuell gleich wieder für Käufe genutzt werden kann, um hier kleine, minimale neue Bewegungshochs auszubauen, denn ich denke, hier ist es noch etwas eindeutiger als im DAX, dass eben hier diese Widerstandszone relativ zügig auch immer wieder zu Rücksetzern führen kann. Dann kann es sein, dass wir wieder nach oben laufen, wieder kleines neues Hoch machen, wieder zurücklaufen. Also dass hier diese Aufwärtsphase, genauso wie es in der Vergangenheit war, einfach immer wieder relativ schnell und auch teilweise relativ scharf zurückerobert worden ist, obwohl es ja prinzipiell eigentlich eine Aufwärtstendenz ist. Da sehen wir hier, dass die im Prinzip Tiefs ja immer höher sind und auch, dass die Hochs immer höher sind. Also wir sind prinzipiell schon in den letzten Wochen hier aufwärts tendierend unterwegs, aber sehr, sehr schleppend, könnte sich auch hier um eine Erholung handeln zu der Kernabwärtsbewegung. Also das darf man hier auch nicht vergessen. Und dass der Markt hier oben in dem Bereich eben Widerstand hat, führt im Endeffekt dazu, dass man hier durchaus nicht nur die Aufwärtsseite handelt, also nach Rücksetzern hier in entsprechende Unterstützungen über Käufe nachdenkt, sondern wenn wir in neuen Bewegungshoch sind, dass hier auch antizyklisch, dafür nehmen wir mal das hellere Rot, dass hier auch durchaus antizyklisch immer mal die Abwärtsseite interessant wird. Mit dem Gedanken allerdings, dass wir uns erstmal antizyklisch bewegen, und zwar prinzipiell, das sehe ich im Dow Jones erstmal richtungsentscheidend noch ein bisschen anders als im DAX, da ist nach unten wirklich noch ein bisschen Puffer. Ich denke, dass der Bereich hier um die Marke 24.000 in etwa eigentlich der richtungsentscheidende Bereich ist. Das sind immerhin noch über 600, nee, wo sind wir im Schlusskurs? Knapp unter der 400, das sind nochmal 400 Punkte hier auf der Abwärtsseite, bis wir dann etwas klarer scheinbar auf der Abwärtsseite pushen können, beziehungsweise hier die Abwärtsseite interessant wird. Somit ist es hier durchaus denkbar, natürlich dann auch in Richtung dieses 350er, ach Quatsch, dieses 24.000er Bereichs, beziehungsweise knapp drüber, hier eben die Abwärtsseite auch immer zu handeln. Gerade wenn eben Momentum aufkommt. Ja, also hier aktuell nach Rücksetzern in Richtung Long handeln und nach dem Erreichen hier neuer Bewegungshochs kann man auch durchaus immer mal schauen, vorsichtig allerdings die Abwärtsseite zu handeln in Richtung entsprechender Unterstützungsniveaus. Sollten wir dann jedoch unter den Bereich 24.100, ist es ja in etwa hier, kommen, dann wird die Abwärtsseite hier definitiv wieder interessanter. Es könnte sich hier dann auch um Bewegungen mit Momentum auf der Abwärtsseite handeln, die eben durchaus interessant werden. Erneut in diesen Tiefbereich 23.500, 23.400, das ist natürlich ebenfalls denkbar, da die Aufwärtsseite auch wirklich, ja, zwar vorhanden ist, aber eben dieses schleppende Vorhandensein eben durchaus dazu führen kann, dass wir ja prinzipiell hier, das mache ich mal übergeordnet, zeichne ich mal ein, dass wir ja seit Anfang des Jahres diese starke Abwärtsbewegung hatten. Erholung, Abwärtsbewegung, Erholung, und dann könnte natürlich jetzt hier eine große Welle der nächsten Abwärtsbewegung irgendwo vonstatten gehen. Und dadurch, dass diese Erholung jetzt hier ja schon zwei, drei Wochen fast, oder gute zwei Wochen anhält, ich zeichne das nochmal ein, was ich jetzt meine, also diese Erholung ja hier, die 2,5 Wochen schon ungefähr stattfindet sozusagen, aber sehr, sehr schleppend, kann es natürlich auch schnell sein, dass dann hier die Abwärtsseite wieder intakt wird oder intakt kommt und dann somit unter 24.100 hier natürlich dann auch die Abwärtsseite erneut interessant wird. Und ähnlich, ich hatte es ja eben schon mal gezeigt, sieht das ganze Bild natürlich im S&P aus. Auch hier dieser massive Widerstandsbereich, und das ist hier, ich hatte es eben schon gezeigt, dass diejenigen, die sich jetzt nur gerade den S&P anschauen hier, wichtig ist dieser Bereich, wir gucken nochmal kurz, um welche Kursbereiche es sich exakt hier oder in etwa handelt, das ist ungefähr der knapp unter 2700 bis hinab in den 2675er Bereich hier in etwa. Diese
Zone ist eben wirklich Unterstützung, lange Zeit Unterstützung gewesen. Fing an, dass hier so ein Schiebezonenbereich, Moment, das ist hier Ende des Jahres, fing dieser Bereich an, wichtig zu werden. Das war so eine Schiebezone, wo dann der Bruch nach oben kam. Und dann zeigte sich hier eben erst mit dieser schnellen Bewegung, dass hier eben erstmal Unterstützung bzw. Widerstand da ist. Dann gingen wir nach oben, haben hier mehrmals auf der Aufwärtsseite abgeprallt, gingen dann nach unten und sind jetzt hier mehrmals in diesem Bereich auf der von unten kommend, also von unten kommend als Widerstand abgeprallt. Also dieser Bereich prinzipiell der richtungsentscheidende Bereich und da hängen wir halt aktuell wieder sehr, sehr stark dran. Ja, ich zeichne das hier nochmal orange ein. Und somit wird es jetzt auch wirklich interessant. Auch hier, ähnlich wie im Dow Jones, ich nehme das nochmal raus, dass wir nochmal die Analyse für die kommende Woche hier grob reinbringen. Also, ich zeichne den Bereich hier nochmal orange ein, der jetzt hier wichtig ist für die kommende Woche auch. Weiterhin ist es eben so, dass selbst wenn der Markt hier immer wieder neue Bewegungshochs ausbaut, also wenn wir hier wieder reinlaufen, dass es schnell sein kann, dass hier immer mal wieder Rücksetzer kommen, dann wieder neues Hoch, ja, dann wieder Rücksetzer. Das kann durchaus sein. Also auch hier, ähnlich wie im Dow Jones, kann man auch mal über antizyklische Ideen auf der Abwärtsseite nachdenken. Das war am Freitag so, das war in den Tagen zuvor so, dass neue Bewegungshochs oder generell eben immer mal wieder Hochs relativ zügig wieder abverkauft worden sind. Nichtsdestotrotz ist die Stärke im Markt drin. Das sehen wir hier, dass wir ja leicht aufwärts tendierend sind. Und erst wenn wir hier wirklich nachhaltig diesen Bereich nach oben durch überschreiten, wird wirklich nachhaltig dann die Aufwärtsseite auch wieder interessant. Und dann könnte es auch hier nach oben gehen. Aber auch hier immer Syrien-Konflikt im Hinterkopf behalten, könnte dazu führen, dass etwas Volatilität in die Märkte reinkommt. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass die Volatilität hier auf der Abwärtsseite stattfindet. Das kann natürlich auch seitwärts laufender Natur sein, beziehungsweise natürlich auch nach oben gehen. Aber wenn hier natürlich irgendwo das so ein bisschen aussieht, als würde da irgendwas aus dem Ruder laufen, dann ist natürlich auch schnell die Abwärtsseite interessant. Somit, wie gesagt, Aufwärtsbewegungen, beziehungsweise generell auch unter diesem Bereich hier, unter diesem Schiebezonenbereich, kann es auch immer mal schnell wieder dazu führen, dass der Markt hier etwas nach unten abdriftet. Und somit würde ich auch hier, und das werden wir auch in der kommenden Woche machen, sehr, sehr stark darauf schauen, wo endet der Markt am Abend, wo eröffnet er um 15:30 Uhr, in welchen Bereichen befinden wir uns und dann auch etwas stärker wirklich auf Schlusskurse und Eröffnungskurse schauen, sollte der Markt sich entsprechend darüber befinden, eben mehr auf der Long-Seite zu versuchen zu handeln, beziehungsweise unter Eröffnungs- und Schlusskurs, dann eben auch ein bisschen tagesabhängig dann auf der Abwärtsseite mit natürlich auch dem Blick auf die große Analyse. Aber das ist eben jetzt so ein, wie gesagt, entscheidender Bereich und der direkte Durchläufer durch diesen orange eingezeichneten Bereich hier, der direkte Durchläufer, ich sehe ihn erstmal nicht so als wahrscheinlich. Somit natürlich weiterhin nach Rücksetzern die Long-Seite und dann eben hier, wenn wir neue Bewegungshochs ausbauen, dann natürlich eben die Idee auch mal den Markt zu shorten. Sollten wir nachhaltig, das ist in etwa dieser Bereich hier, sollten wir nachhaltig unter den 2630er Bereich rutschen, dann wird wie gesagt generell sowieso die Abwärtsseite wieder etwas eindeutiger in Richtung der Tiefs, die wir hier schon haben, beziehungsweise leicht tiefer. Das ist erstmal auch für die kommende Woche dann natürlich denkbar und auch möglich. Aber hier eben schauen, dass der Markt dann eben, wenn man aggressiver auf der Abwärtsseite handeln möchte, hier dann wenigstens den 2630er Bereich unterschreitet. Kommen wir zu den Währungen. Schauen wir uns hier, mein Freund, den Euro-US-Dollar an. Ihr wisst, und es hat sich am Freitag bewahrheitet, leider bewahrheitet auch hier beim Live-Trading, dass ich eben den Euro-US-Dollar laut meiner Analyse, was ich in der letzten Woche dann auch so gezeigt habe, auch dann wirklich so handle. Ich konnte das am Freitag dann zeigen. Ich zeichne das mal ein. Wir haben ja nach wie vor hier diese Seitwärtszone. 1,2350 in etwa in der Oberseite und hier unten den 1,2270er, 75er Bereich auf der Unterseite. In diesem Bereich war der Euro-US-Dollar diverse Male hin und her unterwegs und brach dann mal nach oben aus, brach dann dann nochmal nach oben aus, mal nach unten aus, dann wieder leicht nach oben, nach unten. Aber pendelte im Kern eigentlich immer wieder zwischen diesen Bereichen hier fast exakt hin und her. Dann kam mal wieder der Bruch nach unten, jetzt kam der Bruch mal wieder leicht nach oben und jetzt sind wir wieder aktuell in diesem Bereich drin. Und ich habe es hier am Freitag in dem Live-Trading dann auf der Aufwärtsseite versucht,
weil ich ja gesagt hatte, prinzipiell, wenn der Markt oberhalb dieser Seitwärtszone ist, dann ist eben definitiv die Long-Seite interessant. Da kann man es dann auch vorsichtig auf der Long-Seite mal versuchen, weil es einfach in der Vergangenheit dann auch auf der Long-Seite immer mal wieder geklappt hat. Und wenn man es eben dann, wenn wir unter diesem Bereich sind, und das ist auch gleichzeitig hier, was ich einzeichne, die Überlegung erneut dann auch für die kommende Woche, wenn wir eben da drunter sind, dann auch immer mal wieder die Abwärtsseite versuchen. Auf der Abwärtsseite ist auf jeden Fall erstmal hier unten der 1,22er Bereich. Der ist definitiv interessant als Zielbereich. Da sind wir einmal schon mal knapp dran gelaufen, und wenn wir hier wieder drunter laufen sollten in der kommenden Woche, dann ist es auch erneut denkbar, hier ein realistisches Ziel in Richtung 1,22 zu wählen. Das muss ja nicht gleich im ersten Zug ablaufen. Wir sind aktuell im Euro-US-Dollar wirklich von den Tagesschwankungen nur noch im Bereich um die 70 Pips. Also hier so eine Bewegung in 1,22, sollten wir Schwäche bekommen im Euro-US-Dollar, dann ist es natürlich durchaus denkbar, dass wir dort unten in diese Richtung dann erstmal kommen. Und dass da der Markt dann auch erstmal wieder abbremst und wir gar nicht so viel Schwäche haben, dass wir hier nachhaltig nach unten durchbrechen. Das gleiche gilt für die Long-Seite, und das ist das, was ich dann am Freitag auch versucht habe. Der Markt kam erstmal nach oben, der Markt testete dann nochmals hier kurz diesen Bereich dieser Seitwärtszone, und ich habe es dann hier exakt eigentlich das Tief erwischt, um nach oben zu handeln. Eigentlich das Ziel, dass er wenigstens hier dieses kleine Hoch nochmal erreicht. Das hat der Euro-US-Dollar diesen Gefallen mir auch in diesem Fall nicht wirklich getan. Habe es dann hier eben auch diesen Trade annähernd Break-Even geschlossen. Dann habe ich es hier unten sogar nochmal antizyklisch auf der Abwärtsseite versucht, mit dem Ziel, dass der Markt hier diese untere Grenze erreicht. Das hat dann auch nicht funktioniert, und da habe ich dann 7 oder 8 Pips verloren mit dieser Idee. Also wirklich sehr, sehr klein. Und ihr wisst, dass ich im Euro-US-Dollar sowieso aktuell hier für mein Trading nur noch ein Viertel der Positionsgröße handle, weil einfach hier die Bewegung, und wir sehen das dann mit der Grafik, und wie gesagt, die kann man für die kommende Woche meiner Meinung nach nur im Daytrading genauso sehen, wie sie aktuell eingezeichnet ist. Also in diesem Bereich hier mit den blauen Pfeilen würde ich persönlich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit Handlungen. Man kann es mit Range-Strategien versuchen, also wenn der Markt im unteren Bereich ist, hier im unteren Bereich dieser Schiebezone, dann eben gucken, ob man vorsichtig den Markt in Richtung oberen Bereich oder hier eben in den Bereich um die Marke 1,2310, 1,2320 handelt, beziehungsweise wenn wir im oberen Bereich sind, dann eben hier die Abwärtsseite handeln in den Bereich 1,23, 1,2290 in etwa. Das sind Range-Strategien, das kann man machen. Die sind allerdings wirklich sehr, sehr schwierig, da der Markt in diesem Bereich auch sehr, sehr choppy läuft. Somit würde ich mich persönlich, und das ist auch das, was ich primär mache, eher darauf konzentrieren, wenn der Markt nach oben ausbricht, dann eben hier erneut die Aufwärtsseite auf irgendeine Art und Weise zu versuchen. Beziehungsweise wenn der Markt eben nach unten bricht, dann eben hier vorsichtig die Abwärtsseite handeln. Ja, aber wie gesagt, Euro-US-Dollar aktuell, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann lieber komplett sein lassen und hier warten, dass sich wieder etwas trendigere Bewegungen irgendwo ausbauen. Und die trendigeren Bewegungen, und da kommen wir zum britischen Pfund, die finden ja im britischen Pfund statt. Also hier sollte man auf jeden Fall dann, wenn man den Euro vielleicht gar nicht so toll findet, auch lieber hier im britischen Pfund schauen. Denn da kam ich eben gleich auch hier mal das etwas größere Bild. Der Markt, und das war auch die Analyse ja immer für die letzten Wochen, der Markt oder der britische Pfund prinzipiell charttechnisch sauber, der britische Pfund prinzipiell auf der Aufwärtsseite unterwegs. Dann hatten wir auch hier eine etwas, ja, schon Schiebezone in diesem Bereich hier in etwa. Und ich hatte auch immer gesagt, dass wenn man die Long-Seite handeln möchte, Moment, ist meine Maus gerade wieder weg, dass man hier entsprechend, wir hatten dann in der vergangenen Woche oder in der vorvorletzte Woche dann den 1,40er Bereich hier als relativ wichtigen Bereich markiert. Für die kommende Woche, für die vergangene Woche hatte ich dann auch schon gesagt, okay, schaut eben auf Käufe über dem 1,41er Bereich. Und das ist eben auch in der kommenden Woche passiert. Der Markt ist hier wirklich sehr, sehr schön sauber in diesen oberen Bereich dieser Schiebezone gelaufen. Und jetzt wäre es hier, und das ist die Überlegung auch für die kommende Woche, dann auf jeden Fall interessant, den Markt erneut, natürlich erneut von der Aufwärtsseite aus zu betrachten.
Moment, Pfeil hier raus. Und dass der Markt eben ein realistisches Ziel hat. Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Dass der Markt eben definitiv ein realistisches Ziel hat hier aus diesem Bereich in Richtung der nächsten Widerstände. Da haben wir zum einen dieses Hoch hier im Bereich 1,4350 Pi mal Daumen, beziehungsweise dann aus der Vergangenheit kommend den Bereich knapp unter der 1,45er Marke. Das ist hier durchaus realistisch in der nächsten, / übernächsten Woche zu erreichen. Oberhalb, und das würde ich jetzt hier in etwa auch so sehen, oberhalb des Unterstützungsniveaus um die Marke 1,4120, 1,4130, das ist hier so ganz knapp, hier, ich zeichne das mal ein, so in etwa dieser Bereich, ja. Das wäre so die Überlegung, selbst wenn der Markt eben Rücksetzer macht, dass man eben nach Rücksetzern dann auch immer wieder hier, nachdem der Markt zurückkommt, dann immer wieder erstmal die Long-Seite handelt. Sollten wir jedoch hier erneut runterrutschen unter den 1,4130er, 1,4120er Bereich, dann erstmal wieder so ein bisschen vorsichtig, und sollten wir unter den 1,40er Bereich kommen, dann wird hier definitiv dann auch wieder die Abwärtsseite interessanter. Man kann natürlich auch antizyklisch hier oben mal, wer das eben möchte, die Abseitsseite versuchen, aber nur, wenn sich Momentum aufbaut. Also wenn wirklich der Markt, wir hatten das am Freitag dann auch, dass der US-Dollar und auch der britische Pfund auf Daytrading-Basis so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite aufgebaut hat. Das war dann auch der Versuch, wo ich im Euro-US-Dollar dann die Abwärtsseite versucht habe. Das ging in dem Fall dann zwar nicht auf und es hat mir ein kleines Minus beschert, aber wenn sich Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, dann kann man es natürlich auch immer versuchen, diesem Momentum da mal leicht zu folgen. Aber das eben mit etwas größerer Vorsicht, denn hier oben, wie gesagt, ist die Kerntendenz von der Long-Seite aus zu sehen, zwischen 1,4120,30, 1,4120, 1,4130 bis 1,40 runter, ein bisschen vorsichtig, und dann unter 1,40, dann wird die Abwärtsseite interessant, und hier drunter, dann unter 1,38 könnte sich sowieso Momentum auf der Abwärtsseite aufbauen. Aber ich sehe jetzt den britischen Pfund in der kommenden Woche gar nicht so tief, also das sind hier schon so das Höchste der Gefühle, wo sich der Markt hier irgendwo im Groben abspielen kann. Kommen wir zum Gold, schauen wir uns das Gold an. Moment, müssen wir hier noch umswitchen. Im Gold bin ich ja prinzipiell, ich hatte das jetzt hier auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers dann auch schon mal als Swing-Trading-Idee vorgestellt. Ich bin ja prinzipiell im Gold long, in einem relativ groß und weit gefassten Swing-Trade. Das bedeutet natürlich, dass ich auch im Day-Trading nicht primär, aber natürlich auch über Käufe nachdenke, weil ich hier erstmal die Kerntendenz auf der Long-Seite sehe und übergeordnet, das hatte ich vorgestellt, eben es auch als sehr, sehr realistisch ansehe, dass Gold sich definitiv hier dann auch, wie es dann in der vergangenen Woche schon mal losging auf der Aufwärtsseite, mit sehr, sehr starkem Momentum hier fast an diese Hochs vom Anfang des Jahres hier eben dran, dass der Markt da eben schon mal sehr, sehr nah rankam und es auch hier nach wie vor in dem Bereich 13,35, Moment, zeichne ich nochmal ein, dieses kernunterstützende Niveau auch in der vergangenen Woche dann wieder sehr, sehr wichtig war. Und ich auch in der laufenden Woche dann definitiv oberhalb des 13,35er Bereiches definitiv es erneut dann auch mit Käufen lieber zu tun haben möchte als mit Verkäufen. Also hier definitiv erneut an die Vorwochenhochs die Möglichkeit ran, beziehungsweise dass wir eben auch hier das Hoch von Ende Januar definitiv überschreiten können, somit neue Bewegungshochs ausbauen, und der Markt ist als realistisch, oder ich das eben als realistisch sehe, dass eben Gold sich hier definitiv in Richtung 13,70, 13,75 erstmal in der nächsten Welle bewegen könnte. Somit über 13,35 würde ich schon schauen, idealerweise natürlich wieder nach Rücksetzern. Ja, ihr wisst, ich warte immer auf Rücksetzer an entsprechende Unterstützungen ran, dass man hier dann eben das Gold kauft. Sollte man jedoch dann wieder, oder sollte sich Gold dann wieder unter 13,35 bewegen, dann hier eben erneut natürlich die Abwärtsseite nach unten in den unteren Bereich dieser Schiebezone in den Bereich 13,13, 13,10, beziehungsweise wissen wir hier in dem 13,5er Bereich, dass hier eigentlich so der untere Bereich dieser Schiebezone ist, und sollte sich hier doch Momentum auf der Abwärtsseite aufbauen, dann ist es natürlich ebenfalls denkbar, in diese Richtung zu handeln. Mein Stop für meine Swing-Trading-Idee, der sitzt ja nochmal ein Stück weiter drunter, somit ist diese
Idee dann ja auch erst gefährdet, muss ich kurz gucken, ich habe den Stop in etwa hier liegen für meine große Swing-Trading-Idee, wo ich sage, es ist realistisch, dass Gold eben über den 1370er-Bereich beziehungsweise sogar in Richtung 1450 und 1500 eben steigen könnte. Sehr, sehr langfristig gedacht, also dann wirklich, das kann auch das komplette Jahr dauern für diese Long-Idee. Und das ist eine Swing-Trading-Idee meinerseits, die ich hier aufgebaut habe und die sich dann ab und ab aktuell erstmal hier unten mit dem Stop im Bereich knapp unter 1300 dann eben relativiert hätte, weil ich dann ausgestoppt werde. Also prinzipiell für die kommende Woche oberhalb von 1335 erneut Ankäufe denken. Realistisches Ziel Vorwochenhoch, hoch Ende Januar, beziehungsweise das Erreichen des 1370er, 1375er Bereiches. Durchaus denkbar, durchaus realistisch. Idealerweise baut sich dann auch in den Indizes allerdings hier auch nochmals etwas Schwäche auf. Ja, es ist ja scheinbar aktuell doch wieder so, dass sich dann Gold aufwärts bewegt, wenn die Indizes runtergehen. Und somit sollte man hier eben gucken, wenn doch wieder ein bisschen Krisenstimmung in Indizes aufkommt, dass es dann wirklich realistisch ist, dass sich hier eben Gold dann entsprechend auch nach oben bewegt. Ja, also da auch so ein bisschen wenigstens auf die Indizes schauen, was sich da ergibt. Also das die grobe Analyse hier fürs Gold und auch das werden wir natürlich in den Livestreams dann unter der Woche hier im DAX Long oder Short beziehungsweise Gold natürlich primär dann auch nachmittags in der US Opening Bell immer mal wieder besprechen und immer mal wieder schauen, ob sich da eventuell Setups für Käufe oder dann auch natürlich für Verkäufe entsprechend ergeben und somit das hier die grobe Analyse dazu. Schauen wir uns dann die Ölsorten Brent und WTI noch mal an. Hier mal das ganz große Bild, Tagesbasis im Brent Crude und wir sehen, dass der Markt, das hatte ich ja auch gezeigt in der vergangenen Analyse, durchaus realistisch hier in den Bereich 70 und jetzt drüber laufen kann und wir sehen es hier in der Vergangenheit, Moment, ist die Maus weg, dass diese letzte Abwärtsbewegung hier im, das war dann Ende 2014, Anfang 2015, diese sehr, sehr scharfe Abwärtsbewegung, dass wir jetzt hier auf jeden Fall diesen letzten Sprung, Moment, ich zeichne das mal ein, Maus, das ist diese letzte Abwärtsbewegung, die ging sehr, sehr schnell vonstatten. Wirklich auch teilweise mit starkem Momentum. Und was jetzt eben für die Aufwärtsseite bedeutet, dass ebenso dieser Sprung hier an diese Tiefs, zack, dass dieser Weg jetzt ebenfalls relativ schnell gehen kann. Und das ist der Bereich um die Marke so 77, 78 Dollar. Und da kann es wirklich zügig gehen. Und das sind jetzt aktuell erstmal wiederum 5 Dollar aus dem aktuellen Schlusskursbereich, die es hier nach oben gehen kann. Und prinzipiell bin ich dann, und da gehen wir mal auf kleinere Zeitebenen runter. Moment, erstmal die Pfeile wieder wegmachen, das Bild etwas zusammenschieben. Können wir uns auch auf dem 4-Stunden-Chart hier anschauen. So, zack. Also prinzipiell ist es jetzt definitiv denkbar, selbst wenn wir hier nochmals kurz unter den 70er-Bereich dippen, dass natürlich die Aufwärtsseite weiter interessant wird. Wir haben hier diesen Zonenbereich, den schiebe ich mal, zeichne ich mal ein, den wir dann auch des Öfteren hier erstmal als Ziel hatten in den vergangenen Wochen. Das war ja so der Bereich, wo ich gesagt habe, da bleibt der Markt höchstwahrscheinlich erstmal stehen. Das hat er dann auch getan, ist hier stehen geblieben, ist sogar nochmal ein Stück nach unten gekommen und ist jetzt sauber durchgelaufen, ist nach oben aus diesem Bereich ausgebrochen. Also jetzt Rücksetzer in diesem Bereich und das ist ähnlich, das können wir uns im WTI gleich auch nochmal anschauen. Ja, die Ölsorten ja prinzipiell logischerweise von der Tendenz immer ähnlich, auch vom Chartbild nicht so unterschiedlich. Somit sieht das Bild im WTI natürlich ähnlich aus wie im Brent. Hier jetzt ein Rücksetzer in diesem Bereich, beziehungsweise an diese obere Grenze dieses Bereiches. Definitiv denkbar und definitiv kein Bruch des aktuell laufenden Aufwärtstrends. Man kann hier zwischendurch schon mal an den entsprechenden Hochs schauen, ob man vielleicht vorsichtig mal dann auch wieder an Käufe denkt, beziehungsweise dann hier unten auch an Käufe denkt. Aggressiv, ihr wisst es, bin ich ja immer nicht so der Freund, also sofort hier Breakout-Trades auf der Long-Seite handeln. Ich würde es ganz gerne sehen wollen, dass der Markt sich erstmal nochmal wieder ein Stück zurückbewegt, um dann hier entsprechend zu kaufen. Also lieber ein bisschen abwarten und hier nicht zu aggressiv handeln. Ja, die Aufwärtsseite ist interessant, ja, der Bereich 75 Dollar, der kann hier durchaus erreicht werden. Aber wie gesagt, kleinere Rücksetzer hier eben eher interessant. Dann wieder dieser Schiebezonenbereich, da wird es dann so ein bisschen, oder sollte man so ein bisschen vorsichtiger werden hier in dem Bereich, knapp unter 70 bis hinab, was ist das hier, der 68,50er-Bereich, so Pi mal Daumen. Hier könnte sich erneut so ein bisschen eine Schiebezone ereignen, weil wir sie hier schon mal hatten, in diesem Bereich, wir hatten sie hier,
in diesem Bereich. Und somit ist es dann auch wahrscheinlich, dass sich hier erneut etwas Schiebezone oder erneut eine Schiebezone bilden kann. Wenn der Markt dann wieder nach oben ausbricht, wird dann die Long-Seite wieder interessant. Beziehungsweise, wenn wir dann auch nach unten brechen, wird dann auch die Abwärtsseite wieder interessant. Erstmal in diesem Bereich der Tiefs hier, das in etwa die 67, knapp unter der 67er Marke, das ist ja natürlich ebenfalls denkbar. Und wenn wir hier diese alten Tiefs nach unten durchstreiten, dann könnte es gegebenenfalls auch relativ zügig, wir hatten hier mal so ein Kursgleichgewicht um die Marke 65, knapp unter 65, dass es dann auch relativ zügig in diesen Bereich gehen könnte. Erneut nach unten. Ja, aktuell aber ganz klar erstmal das Chartbild auf der Long-Seite. Erstmal Käufe durchaus denkbar mit neuen Bewegungshochs. Das ist jetzt aktuell klar. Und hier die entsprechenden Schiebezonenbereiche, beziehungsweise wo die Abwärtsseite interessant wird, ist dann auch klar. Und ähnlich, wenn wir uns das hier anschauen, sieht das Bild hier im WTI aus. Ich brauche die Analyse jetzt nicht nochmal zu machen, aber ich fange wenigstens mal kurz an, um das hier nochmal so ein bisschen klar zu machen. Die letzte Bewegung, die hier stattfand, die kann sich jetzt hier relativ zügig ebenso auf der Aufwärtsseite ereignen. Wir hatten auch hier dieses Schiebezonenbereich ja, im WTI, wo der Markt eben nach einem Rücksetzer dann eben wieder für die Long-Seite interessant wird. Dann eben hier auch so ein Schiebezonenbereich und dann die Abwärtsseite mit dem Blick, dass der Markt in diesen unteren Bereich dieser Schiebezone hier wieder laufen kann. Also ähnliche Analyse, klar, die Öle laufen prinzipiell gleich, somit will ich jetzt das WTI hier gar nicht großartig mehr auseinanderpflücken, prinzipiell erstmal aus aktueller Sicht die Long-Seite interessant. Wir schauen, dass wir hier oder ich schaue, dass ich hier irgendwo vielleicht einen interessanten Kauf finde, um dann eben den Markt hier natürlich auf der Long-Seite zu erwischen. Und als allerletztes habe ich es ja versprochen, hier nochmal auf den Bund zu schauen. Der Bund hat, ich weiß, dass der ein oder andere den Markt eben ganz gerne handelt. Und das wird jetzt gerade interessant, weil wir haben im Bund prinzipiell der aktuelle Kontrakt wirklich ganz sauber hier charttechnisch und auf der Long-Seite unterwegs. Und ich hatte dann auch schon gesagt, dass man wirklich den Bund aktuell eigentlich blind kaufen kann, weil einfach der Aufwärtsmarkt aktuell da ist, es keine Anzeichen gibt, dass hier irgendwie der Markt nach unten möchte. Wir hatten dann hier in diesen Bereichen, ich habe es ja eingezeichnet, also 159, 57 bzw. 159, 60 bis runter 159, 15 bzw. mittlerweile dann auch schon ein bisschen leicht tiefer. Ich zeichne das hier auch nochmal ein, dass sich ja hier unten jetzt auch schon mal drei Tiefs dann wieder ereignet haben. Ja. Also wir haben jetzt hier so eine Schiebezone ausgebaut, was eben wirklich interessant wird. Hier jetzt auch mal auf einen Break. Ja. Wir sehen hier diese Schiebezone dann auch in den letzten Tagen, beziehungsweise ist es jetzt mittlerweile hier auch schon Wochen, sich hier ereignet hat. Das war auch so ein bisschen der Gedanke, dass man hier eben so Range-Strategien handelt, beziehungsweise wenn wir in den unteren Bereich kommen, dann immer an Käufe zu denken, weniger im oberen Bereich an Verkäufe, sondern hier dann wirklich im unteren Bereich nach wie vor an Käufe, weil eben der Bund aktuell klar auf der Long-Seite eben definitiv zu sehen ist. Wenn wir allerdings ja, erstmal wieder Käufe. Ich habe dann auch immer mal wieder den Blick darauf gehabt, wenn wir hier eben in den oberen Bereich kamen, wie spät war es, wie weit ist dann diese letzte Bewegung dann schon gelaufen, dass man hier eben darauf spekuliert, dass der nächste Break nach oben kommt. Und wenn wir charttechnisch weiterhin sauber sind, dann kommt auch dieser Break nach oben. Ja, somit kann man natürlich hier mit Käufen im unteren Bereich dann auch immer mal darauf spekulieren, dass dieser Bruch nach oben kommt. Aber wenn wir jetzt hier, und das ist auch nicht so unwahrscheinlich, wenn wir doch erneut hier dann nochmals Schwäche sehen und hier unter diesem Bereich, knapp unter 1,59, wo denn diese letzten Tiefs ja alle stattgefunden haben. Wenn wir erneut darunter brechen sollten, dann ist es durchaus denkbar, dass wir erstmal wenigstens so ein bisschen eine kleine Konsolidierung aufbauen. Hier vielleicht in diesem Bereich 1,58,15 runter. Das wäre so ein realistischer Bereich, wenn man sich das ganz übergeordnet anschaut, wo der Markt erneut hinlaufen könnte. Was dazu führt, dass ich mit diesem Bruch, wenn hier wirklich, Moment, der Fall sollte da nicht sein, wenn hier wirklich Schwäche reinkommt, dass ich dann auch mal antizyklisch, immer mit einem antizyklischen Gedanken, dann durchaus auch hier mal vorsichtig die Abwärtsseite handeln, ja, immer so mit den Schritten, dass es da nach unten gehen kann, aber dann auch relativ zügig hier erstmal wieder stärker reinkommen sollte. Somit selbst, wer die Abwärtsseite hier jetzt sich nicht traut, gegen den Trend zu handeln, dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen stärkeren Rutsch auf der Abwärtsseite abwarten und dann hier eben im unteren Bereich mal gucken, ob man die Longseite dann entsprechend hier in diese entsprechenden Widerstandsbereiche dann auch handelt und dann bekommt, weil es aktuell nach wie vor hier eigentlich relativ
relativ klar long tendierend ist und somit hier auch nochmal der Blick auf den Bund. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein für die Trading-Wochenanalyse Kalenderwoche 16, 16.04. bis 20.04.2018. Wie gewohnt natürlich dann täglich auch die Livestreams von meiner Seite, DAX Long oder Short am Morgen, US Opening Bell am Nachmittag, dann auch wieder natürlich auch die ein oder andere Swing-Trading-Idee in der kommenden Handelswoche. Wir sind nächstes Wochenende mit dem JFD Broker Messestand auf einer Intrapreneur-Messe in Darmstadt. Also wer da Lust und Laune hat, kann natürlich da auch gerne mal vorbeischauen. Da ist der Chris Cameron und meine Wenigkeit vor Ort, also seid ihr natürlich auch gerne herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten natürlich wie gewohnt hier die entsprechenden Livestreams von meiner Seite, wo wir auf die Big Picture Analyse, die ich jetzt hier mit euch gemacht habe, dann natürlich immer eingehen und das der Kern meines Handels in der kommenden Handelswoche ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch gute Trades für die kommende Woche und passt auf die Stops auf, setzt die Positionsgröße nicht zu hoch an und achtet darauf, dass ihr entsprechend die Verluste und das Risiko unter Kontrolle habt. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.